Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute möchte ich nochmal den Web-Effekt machen. Diesmal habe ich mir Resin mit Pigmentpaste angerührt. Das ist hier Burnt Almond von der Stefanie Etter. Ich schreibe das in die Infobox. Und dann habe ich hier von Octopus Resin Ink in Onyx. Ich hatte jetzt nur dieses Schwarz oder dieses Grau. Und klares Harz, das Mastercast. Und das gieße ich jetzt hier rein und dann schauen wir mal, was passiert. Als erstes gebe ich versuche eine dünne Schicht von der Pigmentpaste rein zu, vom Pigmentpulver reinzugeben. So. Dann habe ich hier mein Alkoholink oder ist mein Resinink gemischt. Hier ich nebendran. Und das klare Harz in der Mitte. Damit schubse ich das Ganze ein bisschen an. So. Und das gleiche mache ich hier. Erst wieder mein Pigmentpulvergemisch. Gebrannte Mandel quasi. So. Dann das schwarze Resin-Ink Gemisch. Nebendran. Gebe ich einfach den Rest hier rein. Macht nichts, wenn es voll wird. So. Und in der Mitte quasi noch klares Harz zum Anschubsen. So, ist gut voll geworden. Habe jetzt gut aufgebraucht. Ich habe noch 5 Pigmentpulver übrig. Mal schauen, was ich noch daraus mache. Okay, also. Und jetzt heißt es im Prinzip abwarten. Meine Handschuhe. Und mit Wärme ein bisschen behandeln. Ihr seht schon, es läuft schon Richtung Mitte. Das ist gut. Ich bin ja nicht so der Feuerzeug-Fan oder der Brenner-Fan, aber ich finde, dieser Effekt kommt am besten mit so einem Brenner zustande. Das werde ich jetzt auch benutzen und ihr seht einfach zu, wie das sich noch ein bisschen verändert. Und dann bin ich mal gespannt, wie es morgen aussieht. Also ich gehe aus dem Heißluftföhn drüber, dann mit dem Feuerzeug. Dazu mache ich den Ton weg, weil der Heißluftföhn, das hört sich so schlimm an im Video.
seht ihr, wie das Zeug gearbeitet hat. Ich habe hier noch so ganz kleine Gold Nuggets, sage ich mal, das sind ganz wenig noch. Die gebe ich noch in die Mitte. Ein bisschen was in der Mitte möchte ich schon haben. Ja, nur ganz wenig. Das kleine Effekt. Und die arbeite ich jetzt vorsichtig unter. Also es hat sich schon schön geschlossen durch die Wärme, durch das Feuerzeug, durch den Heißluftföhn. Ah, ich glaube, es ist ein bisschen wenig. Also ich habe noch was, das ich auch nehmen kann. Und zwar diese größere Glassplitter. Auch in Gold. Das ist ein gelberes Gold. Oh, das ja, ist keine gute Idee mit meinem Holzspatel. Da klebt noch ein bisschen Resin dran. Mal kurz schauen, was ich hier finde. Okay. Das hat zwei verschiedene Goldtöne. Aber ja. Das ist halt jetzt so. Okay. Natürlich ist mir eins daneben gerutscht. Hier. Ah. Na gut, dann lasse ich es halt. Egal. Die arbeite ich noch runter. Bisschen vermischen. So, verkratzt euch die Form nicht. Ich muss vorsichtig runterdrücken. Das nervt mir jetzt hier schon das eine. Ja, ich hab's. Macht mir mein Muster kaputt. Aber es arbeitet schon schön. Also die Alkoholink, das arbeitet sich auch vor. Ich gehe jetzt noch einmal mit dem Feuerzeug drüber und dann lasse ich es stehen bis morgen. Bin mal gespannt, wie sich es noch entwickelt. Genau. Sehr, sehr schön. Also gefällt mir schon mal gut. So, das war's. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie es morgen rauskommt. Bin bis jetzt sehr zufrieden. Die Mitte ist schön zusammengezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob mich die Steinchen nachher wieder stören. Ich wollte jetzt einfach mit Steinchen machen. Es hat einen tollen Schimmer und tollen Glanz. Ja, bin mal gespannt, wie der Web-Effekt auf der anderen Seite rauskommt, ob man es gut erkennen kann. Also es sind auf jeden Fall, es ziehen sich viele Streifen in Richtung Mitte. Gefällt mir schon mal sehr gut. Es löst sich quasi vom Rand, das Schwarze, das kommt dann durch. Also es sieht auf jeden Fall mal vielversprechend aus. Bin mega gespannt. Und ja, freue mich schon auf morgen, aufs Zeigen, aufs Ausformen. Und wenn ihr mit dem Feuerzeug hingeht, passt auf, dass ihr das Harz nicht verbrennt, dass ihr die Form nicht verbrennt. Es kann sein, es verschmilzt und dann ruiniert ihr die Form. Und das ist ja schade. Genau. Also gut, ja, doch, ich bin wirklich zufrieden. Also, ja, sieht gut aus. Das Schwarze und das gebrannte Mandelfarbige harmoniert gut. Ich wollte ein bisschen einen Kontrast und Schwarz und das Hesse ist ein Braunton, so ein Braun-Kupfer-Schimmer. Das sieht echt vielversprechend aus. Genau. Also, dann lassen wir uns überraschen, was rauskommt und seid gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Bis zum Ausformen. So, Ausformzeit. Also, das sieht eher nach Crackle-Effekt anstatt nach Web-Effekt aus. Also hier ist mehr, sieht nicht mehr nach Web-Effekt aus, aber hier ist es irgendwie gecrackelt. Bin mal gespannt, wie die andere Seite rauskommt. Mega gespannt. Also für diese Seite gefällt es mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Tada! Cool. Es hat ja, also doch eher Streifen gezogen statt gecrackelt. Obwohl, das ist hier von dieser Seite.
ganz anders aussieht. Muss es mal wirken lassen. Gefällt mir. Das sind so ein paar Stellen, die sind solche, ich weiß gar nicht, das sind Crackle oder irgendwie seltsam. Aber ich finde sie cool aus. Dieser Effekt, also das Schwarz und das gebrannte Mandel passt gut zusammen. Hier, tada. Wow. Oh, das ist mega. Seht ihr diese Streifen? Cool, das gefällt mir. Super, hat sich gelohnt. Also wieder ein Versuch mehr. Da muss ich noch ein bisschen dran üben, an dem Unregelmäßigen. Aber von den Farben her sieht es echt cool aus. Das Gold passt jetzt nicht ganz so. Da hätte ich vielleicht Kupfer nehmen sollen. Ich habe jetzt aber keine Kupferfarbe in den Steinchen. Aber ansonsten finde ich es gut gelungen. Also mir gefällt es. Freuen wir uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wie es euch gefällt. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video, wenn ihr mögt. Genau. Und ja. Daumen hoch ist gern gesehen oder ein Kommentar mag ich gerne haben. Oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und mal schauen, was mir als nächstes einfällt. Also dann, ja, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.